Gründen. Ägypten könnte ich dann gründen, nee. Arabien könnte ich gründen, oder? Fehlt mir noch. Nee, die Provinz fehlt mir noch. Was fehlt mir denn da noch? Oh, 453, das ist gar nicht mal komplett scheiße. Ich will doch noch irgendwo Provinzen. Ich find's jetzt noch nicht. Was denn Nizwa? Nizwa? Nee. Komm ich denn jetzt auf Nizwa? Muskat brauche ich noch. Ich brauche noch Muskatnuss, Herr Müller. Da hinten ist der Scheiß noch. Und dann fehlt mir aber noch ein nach da unten. Ja, ich müsste also noch meinen. Ach, Steuernahmen plus 5%. Ich könnte fast schon was gründen. Aber auch nur fast. Oh, jetzt mache ich schon wieder Minus. 0-0, das kann ich mir erlauben. Ich könnte meine Fähigkeit hier benutzen, dann kann ich. Was bekäme ich denn da aktuell? Was? Das geht verloren, wenn ich einen neuen Herrscher bekomme? Och, leck mich doch. Gut, dass ich das jetzt merke. Gut, dann habe ich jetzt gerade 740 Dukaten. Ja, ich wollte eh kein Geld. Ich wollte eh nicht so viel Geld. Ich könnte noch ein paar Provinzen starten. Das ist fast nicht. Äthiopien ist scheiße. Das ist scheiße. Was ist denn da noch, dass da so viel. Ach, da ist die Goldmine, ne? Ja, komm, machen wir das mal. Vielleicht bringt sie ein bisschen was. Oh, wow. Gut, haben wir ordentlich Punkte rausgeballert. Aber jetzt wird die Autonomie weniger. Ist es etwas bei meinem Gold? Naja, das wird es wahrscheinlich auch nicht bringen. Naja, gut, wenn wir es haben. Geht auch schon fast. Ja, aber ich müsste immer noch Hitchas, wie auch immer, annektieren. 1380, das würde 29 Jahre dauern. Ach du Scheiße. Ihre Provinzen ohne Ende wahrscheinlich ausgebaut. Ne, nicht mal, das geht sogar noch, keine Ahnung. Ja, gut. Ich meine, das war Arabien. Ägypten? Ich weiß nicht, was ist besser, Arabien, Ägypten? Wahrscheinlich Arabien wäre wahrscheinlich früher nützlich gewesen. Ägypten ist das wahrscheinlich für den Arsch. Den Islam vereinigen, das sehe ich nicht. Da müsste ich hier wieder Land erfassen. Ja, nee. So, wie sieht denn jetzt mal meine Institution aus? Nein. Ach, das breitet sich so langsam aus. Ich müsste die Provinzen ausbauen, aber das kostet wieder so viele Punkte. Wir könnten Gebäude bauen, geil. Ich habe so gut wie keine Gebäude. Ja, für dieses. Ich wusste nicht, dass das zurückgesetzt wird. Habe ich nicht mitbekommen. Das waren halt mehrere hundert Dukaten. Ne? Geil. Kannst du nach Ägypten noch machen? Das geht nicht weiter. Sicher? Also. Ja, wobei. Ja, ist wahrscheinlich für den Anfang aber nützlicher. Ja.
Gott, oh Gott. Das wird dann noch einen Haufen Kohlen kosten, ne? Ja. Wie das jedes Schwein schon hat, nur ich nicht, ne? Natürlich nicht. Ich bin technologisch auch inzwischen total hinterher. 15, 14, 14, ja, keine Kohle und nix. Oh, 13? Ach so, weil ich jetzt neue Staaten habe, ne? Dann feuern wir das aber erstmal so hoch, bis wir nur noch plus 10 machen, oder warte mal. Oh, ich kann mir jetzt volle Armeen leisten. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Also, weil ich früher noch gar nichts hatte. Weil das meistens nur so Billo-Scheiß ist, hier so Staaten zu gründen. Okay, okay. Können wir jetzt hier die Truppenreserve auffüllen? Wir haben auch nicht mehr über dem Truppenlimit. Ja gut, du hast eine Menge Land gespielt. Land, das es jetzt nicht mehr gibt. Bom, bom, bom. So gut wäre, das ist die falsche. Tunesien wäre gut, Osmanisches Reich wäre gut. Was haben wir da noch? Wie hoch man das ausspricht. Wer das angreifen? Nein. Das kann ich leider nicht angreifen. Das hier kann ich. Nein, kann ich hier alles nicht angreifen. Zum Kotzen. Zum Kotzen ist das doch. Ich kann hier unten angreifen, aber da ist halt keine Institution und nix. Ist auch halt komplett sinnfrei. Ich brauche doch Institutionsgebiete. Ich könnte Polen. Nee, Polen kann ich auch nicht. Kann ich da anschließen gehen? Das Land gespielt, das ist halt. Ach ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So. Brauchen wir noch so militärische Herrscher? Militärische Herrscher, ach was weiß ich. Militärische Herrscher, Alter, das ist halt auch noch nirgendwo. Plus 10. Uff, hat sich das gelohnt. Oh, meine Inflation steigt. Ich habe das komplett vergessen. Ich vergesse das immer wieder, dass man ja so Provinzen zu Staat machen kann, dass die dann viel mehr Kohlen geben. Warum gebe ich denn jetzt Geld aus? Bin ich Oh, nö, fick dich. Ach, du scheiß Drecksspiel, ey. Ja, geil. So gebe ich denn jetzt Geld aus? Kann ich das nochmal abbrechen? Ja, 100%. Ich muss ja noch Geld sparen, wenn ich die irgendwo mit dieser Institution bekomme. Na geil, minus 1, ja. Machst du nix, ne? So, ich könnte den Osman angreifen. Problem ist, der ist halt technologisch überlegen. Was hat denn der für Verbündete? Ich könnte Timuridenreich reinrufen. Ja, das könnte hinhauen. Aber vorher stecke ich meine 60.000er mal hin. Meine Schiffe sind schon schön weit weg, damit er ja nicht da hinkommt. Da kann ich keine Ansprüche und auch keinen Kriegsgrund und nix. Ach, ist doch alles zum Kotzen. Können nur weniger werden, wenn er dann größer wird, oder? Ja, die können auch ihre Provinzen ausbauen, dann wird es mehr. Und so, und da sie nirgendwo hin expandieren können, werden sie es wahrscheinlich tun, wobei die recht unausgebaut erscheinen. Wahrscheinlich haben wir irgendwo eine Provinz, die sie bis zum geht nicht mehr ausbauen. Das geht alles. Das hängt halt von der Größe ab und so weiter. Und von den eigenen Bonis, die man bekommt. Und na, so ein Scheiß halt. Aber 29 Jahre und 1500 Punkte. Geil, ich bin halt massiv hinterher. Das habe ich nicht früher dran. Achso, ich konnte das glaube ich gar nicht. Die habe ich erst letztes Mal erobert. Ne? Ich könnte noch mehr gründen, aber das sehe ich nur noch auf. Ja, das ist alles nur so mäßig intensiv. Ich müsste die halt da integrieren, aber. Das sagt sie so einfach. So, unterbreche ich mal kurz. Nee, ich komme kurz rein, weil ich
Dass ich irgendwann gegen den Temurin kämpfen muss, also ich möchte, wenn es um Persien geht, nur bis das Samarkand erobern. Wenn die jetzt den kurz beitritt bei einem Verteidigungsfall und nicht. Worum geht's überhaupt? Ja, du bist mit dem Temurin verbündet. Und also, der Temurin scheint irgendwie Interesse zu haben, sich in Norden auch irgendwie auszubreiten. Ja, passiert. Was soll ich da jetzt machen? Naja, im Prinzip musst du nichts machen. Es geht mir nur um, falls ich in den Krieg erkläre und du das Bündnis erhalten möchtest, aber keine Truppen schickst, dann ist das für mich okay. Außer du würdest plötzlich einen Verteidigungsfall beim Temurin ihm Truppen zu schicken. Aber sonst habe ich kein Problem. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, also ich kann das mit dem Truppen schicken lassen, aber das Bündnis aufkündigen geht nicht. Das ist mein einziger brauchbarer Verbündeter. Solange du mir keine Truppen hochschickst, wenn ich ihn bekämpfe, ist das alles okay für mich. Das geht mir nur um das Samarkand. Das ist noch meine Expansion, die ich mache. Das kann ich machen, ja. Mehr nicht. Wann willst du den angreifen dann, oder? Das ist schon merken. Also, vielleicht in den nächsten 10 Jahren wird sicherlich ein Angriff auf den Timurin losgehen. Ja, okay, weil ich wollte den Osmanen mal angreifen und da bräuchte ich einen Verbündeten, der vielleicht nicht gerade zerhackt wird. Ja, kannst du reinstecken. Also, in den nächsten 10, 20 Jahren werde ich wahrscheinlich Timurin einmal mindestens angreifen. Okay, ich mach dann einfach gar nichts, das kann ich sehr gut. Nein, ich weiß nicht, wenn du jetzt einen Osman angreifen würdest, würde ich das einfach bald machen. Wäre mein Vorschlag. Oder sag mir Bescheid, wann du den Osman angreifst, wenn du einen Timurin da brauchst. Ja, wollen wir jetzt dann mal gleich so machen, sobald meine Truppen nochmal ankommen. Okay. Wie gesagt, keinen Krieg gegen Timurin habe ich nicht vor. Gut, dass du da Bescheid weißt, ich gehe wieder hoch zu den anderen. Nochmal. Letzten Mal habe ich mir den geholt, war das nicht beim letzten Mal? Ich weiß auch nicht. Also ich beim letzten Mal einfach keine Punkte. Ich weiß auch nicht. Läuft nicht gut, ist nicht wichtig. Puh, 1500, wo soll ich denn die jetzt noch hernehmen? Wir haben militärisch vor allem zwei Stufen dahinter. Ach. Weit ist dahinter, ist denn mein Verbündeter? Der ist natürlich militärisch gleich auf, okay. So, haben wir da irgendeine Festung, die wir erobern können, müssen, tun sollen? Nein. Okay, das endet alles. Ja, wo ist die jetzt gespawnt? Geil. Ich habe noch nicht mal die Druckerpresse und bei Lübeck ist. Ist schon das nächste gespawnt. Ah, geil. Ist nicht wichtig. Okay. Truppen sind da. Krugenreserve ist so voll. Moment, erstmal kurz checken. Ah, der ist jetzt noch in dem Krieg mit Chagatai. Hey, ist nicht so geil. Ach, was weiß ich denn? Das ist nicht wichtig, es läuft hier komplett scheiße, also. Ein Tab. Wo haben wir denn hier mal eine Festung? Ja, die ist ein bisschen weit weg. In der Theke haben wir auch nicht. Hallo? Die muss doch noch irgendwie Festungen haben, oder? Nö. Ist alles sehr festungslos, was der Osmania angeboten hat. Okay. Ja, dann nehmen wir einfach Antiap ins Ziel, dann können wir das gleich im Anfang erobern. Was ist denn? Antiap? Ein Tab? Nein, wer läuft die Truppen aus? Junge. Hör ich die mal alle so ein bisschen zusammen. Und hoffe damit, meine massive Unterlegenheit technologischer Art überbrücken zu können. So, wo habe ich jetzt Beziehungen verbessert? Ich weiß es nicht mehr.
Was? Also du warst die letzte Woche irgendwie nicht da oder so, ne? Nee, vor 2 Wochen, also. Ja, das war halt so. Moment, warte mal, was? Boah, rasch. Vielleicht wird's lustig, ja. Ein Verbündeter wird wahrscheinlich. Er ist halt kilometerweit weg, natürlich. Ja, ich habe auch wenig Bock, jetzt direkt eine Scheidungsschlacht zu erzwingen. Ich könnte es mir leisten. Inzwischen mache ich hier keinen Verlust mehr. Wieso habe ich das nicht vorher? Ich weiß es wirklich nicht. Ist nicht wichtig. Ich habe halt. Naja, egal. So. Ich bin immer noch eine Großmacht, überraschenderweise. Jetzt will ich mal weiter vorrücken, glaube ich. Ach, jetzt erhebt die Pisse euch. Ach, das ist doch nicht wahr. Komm. Die ganze Zeit war hier Ruhe und jetzt erheben sie sich. Wo bleibt denn mein Verbündeter? Ach. Erstmal wieder komplett nutzlos, ich verstehe. Ich möchte meine Truppen auch nicht so auseinanderziehen. Das scheint mir nicht klug. Nicht in meiner technologischen Unterlegenheit. Was? Spanisch-Westindien? Was juckt mich denn jetzt? Spanisch-Westindien? Weiß nicht mal, wo das ist. Ach, geil. Jetzt wo ich Kriegerkletter kommen soll. Die ganze Zeit. Ach, fick dich doch. Da haben sie auch noch Rebellen stehen. Ja, geil. Muss ich nicht nur in Osmanen, sondern auch seine Rebellen bekämpfen, weil... Und mein Verbündeter ist nicht da. So, könnt ihr jetzt mal Truppen schicken, jetzt wo du nicht mehr im Krieg bist. Aber hey, Wix, geh nicht mehr bankrott. Während ich hier versuche, Krieg zu führen. Und für den Punkt mal ein jetzt hier, komm. Das ist nicht mal eine Festung, das dauert ewig und 3 Tage. Alter, die nehmen das auch wieder super schnell alles ein. Ja, fick dich doch. Wo bleibt denn mein Verbündeter? Bewegt ihr überhaupt Truppen und so? Alter, ja, komm. Kommt ihr auch mal an? Hallo? Wir sind schneller vielleicht. Hallo, komm schon. Das interessiert mir jetzt irgendwelche scheiß Provinzen. Kommt ihr an? Na toll, da verliere ich schon die ersten Belagerungen. Und hier verliere ich die Schlacht, weil ich technologisch komplett hinterher bin. Ach, fick dich doch. Ja, was soll ich mit dem scheiß Goldminen? Die bringen mir auch nichts. Ich brauche Technologie. Ach, Alter. Ach, komm. Wo bleibt mein Verbündeter? Ach, der überall noch nicht Dauer sein sollte. Ich werde nicht rechtzeitig gewinnen, weil natürlich sind die auch noch schneller da als ich. Ach, fick dich. Komm, gewinnt. Gewinnt, bevor die ankommen. Komm schon, gewinnt. Jetzt gewinnt doch. Ach, komm schon. Natürlich nicht. Fick dich doch, du Spiel. Hey. Lauf dir wenigstens nachwegs, lauf dir halbwegs weit weg. Und stell dich nicht wieder direkt vor dem Feind auf. Was denn? Ach, wieso? Wo kommen denn die jetzt noch her? Die kommen doch nicht von mir. So, wo bleibt denn jetzt mal mein scheiß Verbündeter? Hallo, Honkbeatbonken, können Sie bitte tun, es klappt, machen die Nerven. Ich kann gar nichts. Mach's selbst. Ja, dann bin ich an deiner Grenze, das ist auch kacke. Ja, ich kann die jetzt nicht. Ich bin froh, wenn ich den Krieg mit dem Osmanen überlebe. Also kann ich hier gar nichts machen. Ach, diese Scheiße. Wo kommen denn die jetzt noch her? Hä? Was? Wieso bekomme ich denn da nicht mal eine Meldung mehr?
Willst du mich verarschen, du Scheißspiel? Hä? Wann habe ich denn da jetzt bitte schon mal eine Meldung bekommen, dass ich da dreimal... Ach, komm. Ah, fick dich doch. Warum wir die jetzt noch herkommen auf einmal alle? Was machen wir jetzt mit scheiß Forderungen? Verpisst euch. Gibt nix. So, mein Verbündeter ist immer noch nicht da. Wann ist der denn gestorben, bitteschön? Gibt überhaupt noch irgendwelche mit?